Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 13. November. Das Andachtswort steht in Matthäus 25, Vers 40 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Jesus sagte: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Vor mir auf dem Schreibtisch liegt ein Faltblatt mit der Aufschrift: Werden Sie Kinderpate? Eine weithin anerkannte Hilfsorganisation hat es herausgegeben. Für 20 Euro im Monat kann ich eine Patenschaft für ein behindertes Kind in der dritten Welt übernehmen. In den letzten 20 Jahren habe ich viele ähnliche Aufrufe erhalten. Die allermeisten legte ich beiseite, da ich doch nicht der ganzen Welt helfen kann. Diesmal geht mir das aber nicht so leicht von der Hand. Denn unlängst habe ich ein bewegendes Buch von einer jungen Frau gelesen, die sich um bedürftige Kinder in Uganda kümmert. Was ich da erfuhr, ging mir unter die Haut. Dabei stellte die Verfasserin einige Fragen, die sich nicht so einfach verdrängen lassen. Diese aktuelle Situation veranlasst mich, wieder einmal über drei Fragen nachzudenken. Wie viel soll ich abgeben? Wie viel kann ich abgeben? Wie viel will ich abgeben? Erwarte bitte jetzt keine Prozentzahlen oder andere Größenangaben, dennoch möchte ich ehrlich auf die Fragen eingehen. Noch nie in meinem Leben habe ich mich gefragt: Gott, wie viel soll ich abgeben? Vielleicht deshalb nicht, weil ich Sorgen habe, dass er mehr von mir erwartet, als ich zu geben bereit wäre. Wie viel kann ich abgeben? Weit mehr, als ich es bisher tue. Auf meiner Ausgabenliste stehen doch etliche Dinge, die das Leben angenehm machen, aber wenn ich sie nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich um keinen Deut unglücklicher. Schließlich noch die Frage: Wie viel will ich abgeben? Ich überlege. Noch einmal werde ich mir ein Auto kaufen müssen. Mit zunehmendem Alter steigen in der Regel die Ausgaben, sich körperlich fit zu halten. Was in Sachen Pflege im Alter auf uns zukommt, weiß keiner wirklich zu beantworten. Was habe ich bis jetzt überhaupt noch nicht in Betracht gezogen? Dass Gott für uns sorgen will. Kleinkrämerseelen werden kaum erfahren, wie zuverlässig und großzügig er für seine Kinder eintritt. Aus einem Nachbarort kam vor kurzem ein junger Mann von einer langen Reise zurück. Er hatte in 3 Jahren viele Länder besucht. Rückblickend stellte er fest: Je ärmer die Menschen und Länder waren, umso offenherziger und freigebiger empfingen sie uns. Will ich als Wohlstandsbürger jenen wirklich nachstehen? Wilfried Krause.